basierend auf tatsächlichen Begebenheiten aus dem Buch Mormon, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus. Meine Freunde, meine Brüder, mein Geschlecht und mein Volk, glaubt an Gott. Glaubt daran, dass er ist und dass er alles erschaffen hat, sowohl im Himmel wie auf Erden. Glaubt daran, dass ihr von euren Sünden umkehren und euch vor Gott demütigen müsst. Und wenn ihr dies tut, werdet ihr euch immer freuen und von Gottes Liebe erfüllt sein und werdet nicht im Sinn haben, einander zu verletzen, sondern friedlich zu leben. Und ihr werdet eure Kinder lehren, nicht miteinander zu kämpfen und zu streiten, sondern auf den Wegen der Wahrheit zu wandeln und einander zu lieben und einander zu dienen. Teilt von eurer Habe mit den Armen. Und seht zu, dass dies alles in Weisheit und Ordnung geschieht. Denn es ist nicht erforderlich, dass der Mensch schneller laufe, als er Kraft hat. Und schließlich kann ich euch nicht alles sagen, wodurch ihr Sünde begehen könnt. Aber habt Acht auf euch und eure Gedanken und eure Worte und Taten. Und beachtet die Gebote Gottes und bleibt fest im Glauben an das, was ihr gehört habt über das Kommen unseres Herrn, selbst bis ans Ende eures Lebens. Amen.